Hello? Is it me? Or is it you? Oder ist es Barbar? Oder ist es vielleicht einfach alles dasselbe? Willkommen zum Stream. Hallo zurück für alle, die zurück sind. Hallo, hallo für alle, die neu da sind. Schön, dass ihr da seid. Ja, es ist Barbar. Eigentlich sind wir Barbar. Oder ist Barbar wir? Man weiß es nicht. Barbar is you. Haben wir letzte Woche angefangen. Ein schönes Puzzlespiel, bei dem ein bisschen ein Teil des Spiels darin besteht, die Regeln des Spiels zu verändern, um zum Ziel zu gelangen. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch kaum zu sagen. Der Rest erklärt sich so ein bisschen vom Spiel selbst, nachdem die Regeln nun Bestandteil jedes Levels sind. Das heißt, wir können eigentlich auch direkt reingehen. Und wir hatten letztes Mal aufgehört, ein paar Rätsel gab es, glaube ich, noch. Mal kurz gucken. Ach, hier sind wir. Ein paar Rätsel gab es, glaube ich, die dann tatsächlich die ersten paar waren. Hier, man sieht das schon, Nummer 11 und dann diese Würfelnummern 3 und 6. Und irgendwie ist Nummer 5 auch noch gar nicht freigespielt. Ich käme aber schon nicht durch die 11. Ja, die waren dann doch bereits etwas zu schwer. Nachdem ich da dann für meinen Geschmack genug dran getüftelt hatte, habe ich es dann bleiben lassen. Die werde ich mir vielleicht irgendwann zum Ende hin, wenn ich das Spiel durch habe, nochmal zu Gemüte führen. Vielleicht gibt es da nochmal einen Sonderstream, quasi 100% die Reste machen sozusagen. Ja, wir haben, ich glaube hier unten, ach nein, genau, hier können wir noch nicht rein, da brauchen wir noch 3 so volle Blüten. Wir haben erst 2. Die gibt es für vollendete, ja, Gebiete, wenn man so möchte. Hier drittens Temple Ruins, viertens Forest. Ja, dann gehen wir doch mal in drittens rein. Und schauen wir mal, was Fragility zu bieten hat. Genau, grundsätzlich, wir sehen hier überall die lustigen Texte im Spiel. Das sind im Grunde die Regeln, denen wir zu folgen haben. Das Lustige ist, wir können diese Worte, sofern wir hinkommen, auch verschieben und dadurch die Regeln verändern. Ja, das heißt, wir haben hier, das war jetzt schon mal richtig schlau. So, wir starten direkt neu. Wir haben hier zum Beispiel einmal die Regel Barbar is you, die sollte möglichst erhalten bleiben. Wir können höchstens das Barbar gegebenenfalls durch irgendetwas anderes austauschen, dann wären wir etwas anderes und würden tatsächlich etwas anderes steuern. Ansonsten sollte das natürlich erhalten bleiben, weil wenn nichts wir sind, dann verlieren wir die Steuerung, dann ist das Level verloren. Abgesehen davon, die ist neu, die kannte ich noch nicht, die hatten wir letztes Mal bisher noch nicht. Barbar ist weak. Das werden wir rausfinden, was weak bedeutet. Oben gibt es Wall is Stop. Das heißt, okay, ich verstehe. Normalerweise könnten wir hier einfach nur nicht durch die Mauer durchlaufen. Ich schätze mal, Barbar is weak bedeutet in dem Fall, dass alles, was uns stoppt, uns auch umbringt. Dann gibt es natürlich, wie man sich fast ausdenken kann, hier noch die schöne Regel Skull is Defeat. Das heißt, in die wollen wir auch nicht reinlaufen. Und wir haben da unten noch Rock is Push. Das bedeutet, wir können den Rock hier schön durch die Gegend pushen. Und ganz links unten sehen wir noch Flag is Win. Das ist normalerweise eigentlich immer die Grundannahme, zumindest bei den meisten Puzzles. Wir wollen zur Flagge, um das Level zu vollenden. Also müssen wir mal gucken, was wir tun können. Als allererstes können wir mal das Weak wegnehmen und dann, genau, dann sehen wir nämlich auch schon, dann bringt uns nicht ständig alles mehr um. Dann können wir hier einfach nur nicht mehr durch die Mauer durchlaufen. So. Muss man sich immer wieder erst eindenken in das ganze Thema.
Ja, gut, wir haben einen Rock. Weiter kommen wir damit aber auch nicht. Sonst laufen wir dann direkt in die Schädel rein. Das Defeaten können wir nicht wegmachen. Aber wir können gegebenenfalls versuchen, vielleicht die Skulls weak zu machen. Aha! Und dann können wir sie mit dem Rock nämlich wegpushen. Das war die Vermutung. Dann räumen wir da erstmal auf, dass wir Platz haben. Weil man sieht schon links unten, den Rock werde ich nicht sonderlich toll irgendwo anders hinschieben können. Deswegen machen wir jetzt einfach mal die Rocks weak. Und bumm, können wir ihn einfach an der Wand zu drücken. Okay, wir haben weak gelernt. Tunnelblick. So, was haben wir? Water is sink. Gut, kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Wall is stop und flag is win ist auch klar. Rock ist wieder push, wie üblich. Baba has rock. Ein has hatten wir bisher auch noch nicht. Das ist auch neu. Und Baba ist move. Und ganz links unten sehen wir Keke is you. Das heißt, wir sind Kiki. So, natürlich drehen wir den ganzen Spaß jetzt erstmal nochmal zurück. Weil. Baba kann natürlich trotzdem absaufen. Und wir können. Wir kommen nicht an Baba ran. Also ich kann Baba offensichtlich, obwohl Baba Rock hat, nicht schieben. Und bevor Baba absäuft, werde ich definitiv nicht oben bei den Worten sein, um ihn zu verschieben. Davon ist mal auszugehen. Ha, doch. Es reicht gerade so. Okay, jetzt bewegt sich Baba nicht mehr selbst. Wir können aber auch nichts mit Baba anfangen, tatsächlich. Rock is move bringt uns erstmal nichts, weil wir keinen Rock haben. Also, Baba hat den Rock. Das heißt, wir haben noch gar keinen Felsen sichtbar. Der taucht erst auf, wie wir gerade vorhin gesehen haben, wenn Baba absäuft. Muss ich Baba wirklich absaufen lassen? Und die Frage ist, was habe ich davon? Komme ein Feld weiter, aber ich komme nicht weit genug. So. Jetzt haben wir den Felsen außen. Das bringt uns eigentlich auch nicht wirklich weiter. Thank you.
Also ich kann jetzt natürlich hingehen. Sagen, Rock is move. Gut. Da habe ich aber auch nichts gewonnen damit. So. Wir können mal gucken. Aber wir kriegen auch Baba nicht ins Push rein. Ja, das bringt uns auch nicht weiter. Wie kriege ich das dritte Feld belegt? Da muss noch irgendwas rein. Ich kann die Worte leider hier nicht rausschieben. Die kriege ich hier nirgendwo durch deswegen dieser Lücken, so wie das gebaut ist. Das heißt logischerweise, ja, da geht es nicht wirklich weiter. Ich habe eine Idee. So. Aber haben wir jetzt verloren. Aber wenn ich jetzt sage, ich drehe jetzt den Spieß einfach mal um. Allerdings nicht, indem ich die Worte an den Rand schiebe. Das ist immer eine dumme Idee. Ich drehe es jetzt mal um und sage jetzt mal Rock has Baba. So, dann ist der nämlich auch wieder weiter und dann kann ich ein letztes Mal Baba da reinmoven lassen. Und dann habe ich freien Zugang. Sehr schön. Ein Geschenk für mich. Schön. Okay, love is you. Das sind wir. Box is push. Das gibt auch Sinn. Water is hot. Box has flag. Das ist doch dann eigentlich, und flag is win und love is melt. Water is hot und Love is melt. Naja gut, ich darf mit Love nicht ins Water. Das wäre ja eh egal. Oh, wait. Okay, ich verstehe, ja, wir haben kein... Wir haben kein... Water is sink. Das ist ungünstig. Okay, jetzt ist Box außen. Kriege ich die Sachen... Ach so, ja gut, klar. Ich kann natürlich die Texte einfach alle erstmal fröhlich reinschieben. Ich brauche die innen drin, das ist das Wichtige. Zu weit. Love is hot.
War mir ein besonders persönliches Anliegen, wenn ich ehrlich bin. so. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Box has flag, also gehen wir jetzt hin. So. Und sind erstmal wieder love. Und wir sind hot. Das ist uns an der Stelle aber egal. Ich muss nur aufpassen, dass ich keinen Unfug mache. Sowas wie Love is Water wäre jetzt ganz ungünstig. Ich kann natürlich den hier machen. Das geht natürlich schon. Das ist eigentlich auch eine lustige Lösung. Also was man wahrscheinlich eigentlich machen sollte, ist jetzt natürlich, wir haben das aufgelöst, dass das Water hot ist, beziehungsweise wir machen jetzt, wir würden jetzt das Wasser wieder heiß machen, die Box aber melt machen, dann die Box reinschieben, dann bleibt die Flag übrig, weil die Box Flag hat und die können wir dann aufsammeln. Tun wir aber nicht, sondern wir machen hier ganz viel Love draus. Moment, und dann können wir das, ach schade, ich hatte jetzt so gehofft. Wobei doch. Doch, doch. Wir können auf jeden Fall mal sagen, Love ist... Nee, ich will eben nicht, dass Liebe schmilzt. Ich will, dass Liebe hot ist. So, genau so wollen wir es haben. Dann schieben wir das mal raus. Und... Ah ja, ich muss die Box erst wieder auf Push schalten. Das ist auch klar. So, dann können wir die auch wieder rausschieben. Und dann gehen wir mal hier hin. Verdammt, da darf ich nicht dran. Jetzt habe ich es mir echt verbaut. So. Warte, was? Ich bin hot und die Box ist meld, aber ich kann trotzdem nicht auf die Box. Oh, warte, vielleicht weil sie push ist. Genau, so geht's. Wenn ich sie nicht pushen kann, dann kann ich drauflaufen. Unerreichbare Strände. Wir sind Keke. Love is defeat und Love is love. Okay. Love ist gar nicht da. Text ist float, das ist schön und gut. Dass der Text floatet, hilft uns im Moment. Ich meine, das hilft uns wahrscheinlich schon, aber ja. Wall is stop, water is sink, das ist auch klar. Box is push, okay. Und Box has love. Ach so. Deswegen ist love defeat. Das ist natürlich uncool. ja. Das sollten wir gar nicht tun. Natürlich mal wieder zur Box machen. So sterbe ich natürlich. Die Preisfrage ist vor allem, ich kann Water is Sink nicht ausschalten. Ich kann aber selbst nicht... Oh! Moment, Moment. Doch, doch. Natürlich kann ich. War. Das müsste eigentlich gehen. Nein, ich kann nicht durch die Wand nicht durchkommen. Ich dachte jetzt, ich könnte den Text drüber pushen, weil er fliegt, aber oder schwebt, aber das geht nicht.
dann muss ich wohl wirklich hingehen. Und muss Keke ins Wasser schubsen. Warte mal, aber das Wasser ist dann nicht weg, oder doch? Ah, doch, ist es dann weg. So, dann komme ich hier rein. Kann mir erstmal dieses Häs rausnehmen. Die Larve ziehe ich mir auch mal raus. Die könnte man vielleicht noch brauchen. Und die zweite Box ziehe ich mir auch raus. So. Okay. Wir haben... Wie kommen wir da rüber? Wieder mit demselben Trick wie vorhin. Nee, das hat nie funktioniert. Also ein Keke is Box is you wird nichts bringen. Wobei, die Box hat Keke. Also, die Box hat theoretisch, nach meiner Logik, wenn ich jetzt ins Wasser springe, die Box absäuft, ist der Fleck Wasser weg. Keke ist frei, Keke ist gleichzeitig die Box, also ist eine Box in der Box. Tatsächlich, genau. Ich musste nur eine Bewegung machen. Das Spiel denkt zwar, ich hätte verloren, habe ich aber nicht. Und so kann ich mich da durcharbeiten. Haha. Sehr schön. Aber wo ist der Schlüssel? In der Box, das sehen wir doch schon. Die Box hat den Schlüssel. Warte, aber wo ist die Box? Die Box ist schwach. Es ist doch gar keine Box da. Gut. Also, dass die Tür verschlossen ist und uns auffällt, das ist klar soweit. Und dass der Schlüssel sie öffnet, ist auch klar soweit. Baba ist auch gut. Das soll, glaube ich, nur verhindern, dass wir irgendwas anderes aus Baba machen. Sowas wie die Box. Aber das müssen wir ja fast. Ich sehe halt keine Box. Genau. Habe auch verloren, wenn ich das da drauf schiebe. Und wir haben ein End. Kombiniere ich das? Ich kann nicht zur Box werden. Es gibt auch keinen Schlüssel, zu dem ich werden könnte. Ja, okay. Warte. Schade. Ich kann nicht gleichzeitig Baba und der Key sein. Moment. Aber so können wir es machen. Also wir können sagen, Baba hat Box.
Box und Baba sind wir. Ich krieg da kein Is mehr rein. Weak funktioniert nicht. Mein Boxbaba hat. Nochmal von vorne. Sehr verführend. Falsch. Das hier. So, Box und Baba sind ich. Erstmal noch nicht weiter. So, dann bin ich weg. Ja, es gibt ja noch keine Box. So müsste ich mich in eine Box verwandeln können, indem ich das so mache. Baba ist Box geht nicht. Ah, Baba ist Box geht nicht, weil Baba ist Baba. Cool, ich habe Box ist Box. Box ist Key. Ausschalten hier. Wir haben noch zwei Boxen. Eigentlich haben wir nur noch eine Box. Ich kapiere das nicht. Als würde ein Begriff fehlen.
gibt hier halt keine Box und kein Ding. Und wenn ich mich selbst töte. Wenn ich mich selbst töte, mit Baba ist weak. Nicht hin. Ich sage, Baba heißt Box. Ja, dann bleibt die Box übrig. Ach Gott, bin ich ein Idiot. Ja, natürlich, ich kann das schon anschließen. Wenn ich die ganze Zeit versucht habe, geht schon. Ich muss es nur anders machen. So. So rum, dann funktioniert das nämlich auch. So. Dann kann ich irgendwo reinrennen und dann bin ich die Box. So. Die Box ist auch nicht weak, ne? Nein. Das sollte ich nicht tun. Stattdessen gehen wir hier hin. So. Sehr schön. Jetzt bin ich weak, aber kann das komplett umgehen, weil ich immer wieder mich selbst enthalte. Box is new. Oh. Was immer ich getan habe. So. Ich kann außerdem sagen, Key is you. Ah, ja klar, natürlich, so geht's ja easy. Jetzt hat so langsam wird's. So, Box has key. Box is you. Key is. So, jetzt ist Box weak. Verdammt. Jetzt könnte ich die Tür öffnen, aber dann bin ich weg. Also muss ich sagen, muss ich den Spaß umdrehen und sagen, so, ich bin jetzt ein Schlüssel geworden, der Schlüssel hat die Box. Ah, so geht's. Ui, das war eine schwere Geburt. Ich hoffe, schauen wir mal, was die anderen Level so zu bieten haben. Das wird echt langsam knackig hier.
So. Da oben ist ein Haspers, wenn ich von der Wand wegkriegen. Das ist schon mal nicht schön. Box is weak. Also, Key is open. Door is shut. So viel ist klar. Und Doors and Stop. So viel ist klar. Love is win. Auch recht. Ich glaube, ich muss erstmal hingehen und sagen, Box has key. Dann sage ich, Box is push. So, zack. Dann sage ich, Key is push. Ja, und dann war's das. Dann komme ich nicht mehr raus. Dass dieses Has hier oben an der Wand, das gefällt mir gar nicht. Okay, Moment. Verdammt. Ich weiß, ich könnte das hochschieben und könnte dann da irgendwas wegpushen. Aber im Grunde bringt mir das nur, dass ich, nee, das... Funktioniert das? Box has key and box. Gespannt. Da bin ich jetzt gespannt. Funktioniert tatsächlich. Gut, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich 3 Dutzend Schlüssel gemacht. Also ich kann mit einem AND und einem HAS Items multiplizieren. So, Bereich gesäubert. Wir haben 3 so Blütendingsies, aber wir gucken uns trotzdem die restlichen Rätsel erst an. Okay. Ghost is push. So. Hat er sich selbst weggepusht? Nein! Hau den mir einfach mit meinem Is ab. Gibt's ja wohl nicht. Jetzt verstehe ich. Okay. Was ich tun möchte oder muss, ist, ich muss irgendwie aus dem Skullis Defeat auch noch einen Skullis Push rausholen.
Weil da müsste ich sie theoretisch schieben können, ohne dabei zu sterben. Das Problem ist nur, ich krieg das Is auf der Ebene hier nicht rüber. Da ist kein Geist, der das rüberschubsen könnte. Und wenn ich das Wort Ghost rüberschubsen lasse... das quasi so mache. Das führt zu nichts. Ich könnte die Geister einfach zusammenschieben, ich Depp. Ja, okay. Schieben wir sie einfach zusammen. Da, wo wir sie hinwollen. So wollen wir das haben. So. Dann stellen wir das da hin. Dahin. So. Und dann können wir die Skulls hier nämlich einfach wegschieben. Ja. Nichts ist mehr Defeat, das ist schon mal gut. Aber selbstverständlich wollen wir einfach am Skull gewinnen. Doppelter Graben. Water is defeat, so simple, okay. Baba has Keke. Keke ist open. Mhm. Also Keke ist unser Schlüssel in dem Fall. Das wieder ein Bäumchen-Wechsel-Dich-Trick. Baba has Keke. Ich habe keinen Push hier irgendwo. Nee. So. War sowieso nicht so smart. Für beide.
sind wir nur noch Kekek. Jetzt stehen wir auf einer Stelle, das hilft mir auch nicht. Ja gut, wobei theoretisch hilft es mir schon. Jetzt schaffen wir den Text erstmal weg, bevor Kiki da auf dumme Gedanken kommt. Das Problem ist... ich das so mache... nein. Das Keke rüberschiebe. Und dann zurückschiebe, dass ich wieder Baba bin, dann steht Keke in die richtige Richtung. Es geht ja darum, in welche Richtung er guckt. In die Richtung würde er laufen, wenn er moved. So. Zack. Zack. Jetzt ist er in die richtige Richtung. Können wir sagen, Baba has Keke? Hoppala. Okay, cool. Aber wie komme ich da jetzt rüber? Oh Gott, das... Zurück, 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 umgedreht. Spieß um. Natürlich. Wir brauchen ja immer noch mehrere Tierchen. So. So. Jetzt sind wir da drüben. Nur aufpassen. Ja, so ist er weg. Das ist das, was ich nicht will. Nein, Abstand mehr gewinnen. Verdammt. Echt aufpassen, wie man hier läuft, ne? So, das ist gut. Jetzt haben wir Keke da stehen. Jetzt lassen wir Keke erstmal da komplett rüberlaufen. Dann sagen wir einfach nur noch KKSU. So, das war doch machbar. Das ist ja ein Bonus-Level. Jetzt gucken wir uns erstmal Nummer 9 an.
Wallace Win, Rockus Win. Wirklich? Ah, Wall and Ice ist Stop. Ich sehe kein... Ach so, da hinten ist Eis. Wait, was? Okay. Walls habe ich schon mal nicht. Also Rock muss meine Gewinnbedingung bleiben, aber... Die kann ich erstmal fröhlich durch die Gegend schieben. Ich könnte natürlich sagen... Rock is Wall. Wait. Wait. Rock is Wing ist schön und gut, aber... Was, wenn ich sage... Kann ich ich selbst sein und gewinnen? Funktioniert das? Weiß ich nicht mehr, ob ich das schon mal probiert hatte. Ich kann natürlich sagen, so, Rock is Win. Barber is You. Ah, nein, scheiße, das funktioniert, kann ja nicht funktionieren. Wenn ich sage, Rock is Win und dann sage, Rock is Barber, dann gibt es nur noch Barbers und gar keiner gewinnt. Mist. Dann würde ich sagen, Rock is Wall. Da alles verbaut. Also, Mall und Eis sind Stop. Rock ist Push. Weil es Stop ist, kann ich nicht drauf und kann nicht gewinnen. Weil es Push ist, kann ich nicht drauf und kann ich nicht gewinnen. Rauszukommen, muss ich das so machen. Oh, jetzt haben wir ganz viele Barbas hier. Mache ich damit? Komprimieren in einen Teil. Thank you.
Jetzt habe ich, glaube ich. Ich glaube, ich hab's. Es ist doch das, was ich vorhin versuchen wollte, zumindest. So. Wir machen erstmal so, dass wir sagen. Wir bleiben bei Rock is Win. Wir wollen aber auch ein Rock is You machen. Und dann sind wir automatisch Gewinn. Das wird hoffentlich funktionieren. Ja, tatsächlich. Wir machen uns selbst zum Gewinner. Weitere Felder. Grass is defeat. Okay, Grünstreifen in der Mitte ist unschön. Baba is Baba and defeat. Was? Wir sind Keke. Baba is move. Baba ist nicht mehr move. Aber Baba ist defeat. Baba ist nicht mehr move. Dann haben wir automatisch, ach du Scheiße, wir haben automatisch verloren, wenn wir uns zu Baba machen. Weil Baba automatisch besiegt ist. Okay. Mhm. Verstehe. Uncool. Uncool, uncool. Ich komme hier nicht drüber. Wir schalten erstmal das Move aus. Also ich kann mich nicht zu Baba machen, sonst bin ich instant weg. Aber so geht's, genau. Ich kann es zum Push machen. Easy, ne? So. Wir machen das so. Dann sagen wir, Baba ist Keke. Ach scheiße, Baba kann nicht Keke sein, weil Baba ist Baba. Schade. Hoppala. Kann ich grobe Idee. Upsi. Erstmal muss ich Baba pushbar machen. So. Jetzt mal eine Idee. Nicht so. Thank you.
So, das sind die drei Barbas. Die drei Barbas. Die möchten jetzt ein Barba. Haut das hin. Die möchten ein Barba. Is. Und Move darüber schieben. Scheiße, ich kann das andere ist nicht entbehren. Warte, warte, natürlich, doch, stimmt ja so. Ach ja, ich vergaß, ich kann Baba auch nicht zur Flag machen, weil Baba ist Baba. Oh je. Moven tun sie jetzt auch nicht mehr. Ich weiß, dass man das Spiel weitermachen, weiterlaufen lassen kann, auch wenn man gerade kein Männchen zum Bewegen hat. Ich könnte mal versuchen. Aber dann gilt das Kiki is you ja nicht mehr. Nee, wenn ich aus Kiki is win mache, dann habe ich kein Kiki is you mehr. Nach unten hin kann ich auch nichts machen. Also die Flagge in irgendwas verwandeln, weil da dieser Stein im Weg ist, diese Mauer. So viel steht fest. Also ich kann aus der Flagge nicht mich selbst machen. So, wenn ich Baba dahin stelle, ich gleichzeitig Baba.
So. Verdammt. Ich brauche doch zwei. So, das sind die beiden. Die sollen gleichzeitig das Baba Is rüberschieben. Moment, aber wenn sie es tun, dann kann ich mich wieder nicht zu Baba machen. Ich sagen würde, Baba Is you, bin ich instant tot. Meine Hoffnung war, gleichzeitig Baba Is you zu machen und Baba Is win. Okay, ich glaube, zu lange drüber nachdenken bringt nichts. Bonuslevel hat sich dann wohl. Wir gehen zurück. Wir gucken jetzt mal, was es da unten gibt. Belt ist Shift. Gut, damit sind Conveyor Belts gemeint. Das sehen wir da rechts oben. Die bewegen sich. Hui. Ja, die pushen mich. Und dann sitze ich fest. Flag is Win möchte ich da unten haben. Rock is Rock, aber Rock ist nicht Push. Ah, Baba is Hot, Ice is Melt, Ice has Wall. Ich verstehe. Wenn da drüberlaufen, also das ist ein einmaliges Drüberlaufen. Und Kiki können wir pushen. Gut. Wir können den Rock doch da oben rausholen. Können wir nicht. Hä? Kiki kann da auch nicht durch. Also ich kann das Rock nicht nach unten schieben. Ich kann sie nicht nach, doch nach oben könnte ich, da komme ich ran. Ah, ja, nichts davon. Wenn ich es nach oben schiebe, komme ich ja nicht weiter mit dem Board Rock. Gehen.
Ich krieg Keke da nicht rein. So viel steht fest. Gott, ich damn luck. Heißt trotzdem noch nicht, dass ich das Wort Rock da rausbekomme. Ich glaube, ich muss da andere Sachen reintun. Habe ich das dumpfe Gefühl. Ein Wort bringe ich rein, ja. Aber da oben rum kann ich keine Worte reinbringen. Das ist nicht möglich. Ich krieg die nicht um die Ecken. Schalten wir das aus. Verdammt.
Verdammt. So, jetzt schalte ich den aus. Dann kann ich da oben wieder rauslaufen. Dann gehe ich da hin. Zack, zack, zack. Und habe gleich ein Riesenproblem. Weil ich dich einschalte, dann komme ich ja hier nicht mehr raus. Krieg den Rocker auch nicht raus da oben. Das, ja, so viel dazu. Das ist mir zu hoch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wie nannte sich das? Ein Weg nach draußen? Ja, ganz offensichtlich nicht. Schauen wir uns halt mal den Herbstwald an. Oh, da gibt es aber viele Level. Ein Hüpf. Ich wette, es gibt Hüpf. Water is defeat. Flag is win. Love is teleport. Cool. Okay, vielleicht sollte ich es smart hineinschubsen. Random. Ich habe noch nicht ganz begriffen, wie der Teleporter funktioniert, aber das muss reichen. Das zuerst mal so machen, dass wir da auch rankommen. Hoppala. Ach, das, nein, das war nicht so klug. Oh, aha, so also. Wir machen das einfach so. Dann ist das Wasser weg.
Cool, okay. Nee, Bonuslevel gucken wir jetzt nicht an. Der große Fluss. Kekes, Keke, Kies, Pull. Okay, endlich gibt's ein Pull. Mhm. Wenn ich dran stehe und mich wegbewege, ziehe ich es hinter mir her. Verstehe. Völlig logisch. So, Box ist shut. Box has flag. Flag is win. Und Keke bewegt sich fröhlich durch die Gegend. Kiespull, ist Wasser auch irgendwas? Ach ja, Defeat. Mhm. Ja, war klar. Ja, das hatte ich befürchtet. Aber wie soll ich das anders machen? Keke, hör mal auf zu dich zu bewegen. Das Move kriege ich nicht weg. Kriege ich auch nicht weg. Nee. Das mit dem Key kriege ich hier auch nicht weg. Viel klügere Idee. Warum so umständlich? Ach so. Ja, Keke ist Keke. Na, von mir aus. Kann ich dich halt nicht zu einem Schlüssel machen. Voila. Boah, ey, was ist das denn? Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Dieses Spiel, ey. Wie kriege ich den Schlüssel darüber? Ich kann ihn halt nicht pushen, das ist halt das Problem. Also wenn ich hier unten bin, ich den Schlüssel hier stehen lasse, dann kann ich noch nach oben weglaufen. Wenn ich ihn da reinziehe, dann sitzt er hier, dann sitze ich hier in der Falle. Da komme ich nicht mehr raus. Da kriege ich ihn auch nicht weggepult. Thank you.
mich auch, warum ich nicht über den Schlüssel drüber laufen kann einfach. Ach so, weil er Pull ist wahrscheinlich. Wait. Ich kann über ihn drüber laufen, wenn er nicht Pull ist. Ach, warum drücke ich immer... So. Ich muss, wenn ich das so time, das wollte ich nicht. Wenn ich jetzt hier mache, Kekes Move, dann passiert ja nichts weiter. Er läuft halt hin und her und macht sich selbst kaputt. Warte, Keke kann da rüberlaufen? Okay. Interesting. Jetzt teste ich erstmal, ob ich den Schlüssel. Ja, genau, so kann ich mit dem Schlüssel drüber. Solange nicht Pull ist, kann ich drüber latschen. War bei Keke auch so. Keys Move machen, das wäre so schön. Dann könnte ich den einfach den einen Schritt bewegen lassen und gut ist. Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich müsste eigentlich gucken. Das Keke hier hoch und runter läuft. Ich weiß auch noch nicht, wie ich dann weitergemacht hätte. Ich hätte geguckt, dass er da hoch runterläuft, dass er dann das Pull vom Key im richtigen Moment wieder wegschubst, bis ich den Key von da unten das eine Feld rausgezogen, was eh nicht funktionieren wird. Nie im Leben wird das funktionieren. Schön, jetzt läuft der Kasper da hinten rum halt. Auch gut. Hilft mir gar nichts. Ich check dieses Level nicht. So leid es mir tut. Vielleicht bin ich heute auch einfach nicht auf der geistigen Höhe, auf der ich normalerweise wäre. Ich fühle mich sowieso schon so schlapp heute. Mal gucken, was es hier noch gibt. Love ist Teleport, Love ist Push. Das heißt, solange es Push ist, kann ich nicht teleportieren, das war klar. Rock ist Defeat, okay, dann laufen wir da gar nicht erst rein. Baba is You, okay, Rest des Waters Melt. End Defeat, okay. Love ist Hot.
Okay. Nö. Dumm. Ja. Aber wenn es da zurück ist, dann kann ich ja nicht reinpushen. Das ist das Problem. Oder kann ich? Wenn ich dort aufhören würde, dieses Teleport-Ding ständig nach oben zu verschieben, ne? Ist nicht ganz das, was ich wollte. Aber ich habe so ein Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich muss halt irgendwie schauen, dass ich möglichst, ist jetzt meine Vermutung, dass ich die Steine quasi durchs Teleportieren, durchs Hin- und Her-Teleportieren gestackt kriege. So. Ach Gott, bin ich doof. So, rüber. Warte, was? So. Oder auch nicht. Das war klar. Gut, so komme ich selber rüber. Das ist soweit schon klar. Aber... Thank you.
Warte, könnte ich auch teleportieren, oder? Ja. Ne, das funktioniert so nicht. So. Passiert da gar nichts mehr. Desperate last attempt. Sorry, dass ich hier quasi so gar nicht viel rede. Bin gerade sehr konzentriert. Ist gerade sehr viel überlegen, denken. Voilà. Das machen wir so. Ja gut, honestly, ich habe keine Ahnung. Können wir auch das Bonuslevel noch angucken? Jetzt ist Jump. Yeah. So machen wir das.
Gut, das ist nicht so smart gewesen. Dann war das nicht das, was ich wollte. So wollte ich das. Immerhin. Wahnsinn. 1 von 7. Und die Level kriege ich überhaupt nicht gebacken. Also der Forest ist ziemlich ungnädig, würde ich sagen. Was haben wir dann? Blumengarten, tiefer Wald, Raketentrip, Dingsi. Dafür brauche ich 7, dafür brauche ich 5. Schauen wir mal, was hier in der Renovierung so auf uns wartet. Ah, kommen wir ja, Bells. Tun die schon was? Ja. Die shiften bereits. Ich habe da so eine Ahnung. Hoppala. Das war easy. Zur Abwechslung mal. Toolshed. Escape Push. Nein. Escape Pull? Nein. Nicht gut. Wall is wall. Wall is stop. Oh. Ja doch, kann ich hier so machen. Kann ich ja so machen. Aber... Aber dann? Hä? Es gibt hier nur ein eingemauertes Win. Wall is wall, wall is stop. Ja, das wird nicht funktionieren. Genau. Weil Wall ist ja Wall. Das ist etabliert. Das Push hängt da unten fest, das kriege ich da nicht weg. Das bringt gar nichts.
So, jetzt habe ich Wallet Shut, aber... Ich brauche den Schlüssel, um hier rauszukommen, anders. Gott, bin ich dämlich. Okay, ja, es steht halt nirgendwo, das Door-Ding ist. Das Door-Stop ist. Okay, gut, das war ziemlich dusselig. Das war aber auch eine fiese Falle, muss man sagen. Halt, stopp. Wir wollen kurz Key is Push haben. Den wollen wir kurz aus dem Weg schaffen. Und dann wollen wir sagen, Wall is shut. Key is open. Und dann nehmen wir uns dieses schöne Is hier. Schieben das da rein. Dann nehmen wir uns dieses schöne Door hier, schieben das da hin und dann ist Door Win. Tada! Gut, der ging ja auch ganz gut. Schauen wir weiter. Draußen bleiben! Die Bells shiften. Tree is Pull. Warum? Flag is Win. Wir haben keine Flag. Fungus has Flag. Ah, Fungus is Melt. Was ist denn hot? Tree is hot. Okay. Bug is defeat. Warum auch immer. Ist mir egal. Die Bugs sollen da ruhig rumsitzen. Das ist mir völlig egal. Okay, okay, ist hier. Gut, okay. So, eins weg. So, zack. Warte, kann das überhaupt funktionieren? Nö. Okay. Aber wie kriege ich den denn bitte um die Ecken rum? Wie soll das bitte gehen? Das kann ja gar nicht gehen. Wenn ich das rausnehme, kann ich einfach drüber latschen. Ja, das ist schön und gut, aber... Ich meine, ja, vielleicht sollte ich das einfach mal... mitnehmen. Das war eine ziemlich dusselige Idee. Oh! Ach was. So komme ich wieder raus, ja? Aber
mir entgeht irgendwas. Ich glaube, mir entgeht irgendwas an der Steuerung oder keine Ahnung, aber irgendwie muss man die doch um die Ecken kriegen. Aber nö, ist nicht. Schön fest. Wait. Geht das denn und bringt das was, das zu tun? Okay, habe ich ihn um die Ecke gebracht, aber das bringt mich auch nicht weiter. Okay, ich glaube, mir entgeht wirklich was. Bis nächste Woche google ich, glaube ich, tatsächlich mal und schaue nach, ob mir irgendwas entgeht, wie man die um die Ecken pullen kann oder irgendwas. Ich check's nicht. Ich habe hier ganz arg das Gefühl, dass hier irgendwas nicht so funktioniert, wie ich denke, dass es funktioniert. Okay, aber ich push mein Schiff, okay. So, stopp. Diesmal ist es wirklich stopp. Okay. Bäume und Hecken sind auch stopp. Da unten in der Ecke sitzt ein einsames Move. Womit ich Baba sich selbst bewegen lassen könnte. Weiß nicht, ob mir das was bringen soll. Es gibt auch noch einen Schatt. Reed is defeat. Das ist das da hinten. Wenn ich das hier reinpushe, dann ändere ich quasi Door zu Shut. Also Door Defeat. So kann ich sogar jetzt durchlaufen, aber komme nicht raus. Die ändern ja, genau, die ändern ja ihre Richtung. So. Ist Baba eigentlich noch irgendwas? Eigentlich nicht. Testen. Das war mir bis eben nicht bewusst. Okay, das Dorf verschwindet automatisch. Aber das Reed wird dann tödlich. Sollte ich das nochmal so machen? Ja.
Dann komme ich hier nicht drauf, ne? Weil Barbara im Weg ist. Okay, verkackt. Hier ist Push, bringt mir nichts. Und was soll mir Baba als Move schon bringen? Boah, Leute, heute wäre ich nicht alt, ey. Heute überfordert es mich schon ein bisschen hart. Ich weiß, ich hätte es nicht ausprobieren müssen. Ich weiß ja eh, was es ist, aber nichtsdestotrotz kann ich hier auch nichts anfangen. Was haben wir noch? Door is sink. Okay, aber door has tree. Okay, und tree is push. Ja, dann bin ich tot. Das irgendwie, ja. Und was? Skull is move? Wirklich? Skull is defeat and move. Kann ich da einen Skull reinsinken lassen? Kann ich tatsächlich. Cool. Dann machen wir das mal so. Zack, zack, zack. Schön, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Zu früh. So, Tree has Tree. So. Jetzt ist der Tree wieder noch. Und das Door ist auch wieder noch. Die sind so heftig unterschiedlich vom Schwierigkeitsgrad her, das gibt's nicht. Fabrik. Okay, Türen und Mauern sind Stops. Die Box enthält Keys. Ich will ein Key. Und ich bin weak. Wo sind die Bugs? Keys, Open Doors Shut. Okay, das ist schön und gut. Die Bugs tun nichts. Doch, außer mich töten wahrscheinlich. Genau, deswegen stehen sie da. Warte, was? Ach, da oben ist Bug is Defeat. Deswegen. Unschön. Ja, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das
kann ich die Boxen zwar bewegen, aber das hilft mir nichts. Ach so, weak sind sie auch noch. Die Boxen sind grundsätzlich weak, I see. Vielleicht sollte ich nicht weak sein. Opala. Ja, das ist dann natürlich auch das Problem entsprechend. Der muss doch machbar sein, komm schon. Boxer's Key. Das sind zu wenige. Also ich kann mich hin manipulieren. Jetzt habe ich jedenfalls mal 3. So. Kiss you. Dann mache ich jetzt Box. Yes, key. Okay. Ich brauche 5 Keys und einen 6. um ins Ziel zu kommen. Das bedeutet, einen habe ich, 5 müssen übrig bleiben bei den Boxen. Das ist eine große Ecke. Okay. Yeah. Das heißt, wir nehmen das hier, wir nehmen das hier. Das hier.
Und wir schieben die Sachen. Hier oben mal durch. So, dann gehen wir auf Box. Da kann ich so machen. Dann kann ich das hochschieben. Dann kann ich hier hingehen. Eins, zwei. So, so, so. Ja. Das irgendwie Wait a second, kann ich? Nee, kann ich nicht. Okay, wie kriege ich möglichst wenige Boxen? Da müssen erstmal zwei gehen. Das machen wir so. Dann können wir das so machen. Wir nehmen den zweiten von oben. So. Ja, doch nicht so. 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 Warte, wenn ich da reinpushe. Genau, dann bleiben die fünf übrig, die ich brauche. Ich hoffe, ich kann mit denen gut genug steuern. Aber das haut hin, wie es aussieht. Es haut hin! Wir haben es gelöst!
Wir müssen es nur noch zu Ende spielen. So, zack, zack. Jetzt sammeln alle Keys auf einem Stapel, ballern durch und fertig. Puh, wenigstens etwas, ey. Dann schauen wir uns mal das Lovely House an. Text is float, water is sink, Papa is you. Key and rock is push. Kein Key da. Love and door is stop. Okay. Mich hält eigentlich nur das, also mich tötet nur das Wasser. Oder ich selbst. Und ansonsten ist das hier alles stop. So, wir haben einen Rock. Der ist push. Und das war's. Achso, das geht ja da nicht durch. Nochmal von vorne. Das ist ja eigentlich jetzt kann ja so schwer nicht sein, ne? Erstmal brauchen wir den hier. Dann brauchen wir den hier. Das hätten wir gar nicht gebraucht, weil es Fehler. Ach so, nein, ich komme ja, stimmt, da komme ich nicht durch. Das wohl funktioniert. Ich sage. Wenn ich sage, ich bringe mich selbst um. Rock is key and Baba. Tatsächlich. Nice. Gut, hier innen kann mir eigentlich nichts passieren. Dann muss ich sagen, key. Push. Dann ertränken wir einen Baba und dann sind wir raus. Kleine Weide oder kleine Wiese. Keke ist Push. Keke ist Keke. Und Keke ist nicht Shift, aber vielleicht. Was macht denn Keke ist Shift? Okay, Keke funktioniert einfach wie ein Laufband in die Richtung, in die er guckt. Fall und Fence sind Stop. So viel ist schon mal gut. Hier hinten ist ein einsames Win. Fleck ist Teleport. Ich weiß, ich muss das Win da hinten rausholen.
So viel ist klar. KKs Move gibt's nicht, ne? Nee. Ich kann ihn nicht move lassen. Vielleicht habe ich ganz viel einfacher machen. Wenn die Flaggen nicht nerven würden, könnte ich es viel einfacher machen. So. Ich nehme die Flagge, platziere die dahin. Dann sage ich, die Flagge ist Teleport. Dann nehme ich das. Können wir das bitte trennen? Dankeschön. Ich sag, Kike ist Tele, wo teleportiert mich hin? Irgendwo hin. War klar. Gibt ja keinen zweiten Kike. Dann sage ich, Kike ist Push. Und wenn ich Kike jetzt nach unten rein pushe. Pusht Kike mir die Flagge automatisch raus. Ach so, ja. Dann darf Kike nicht mehr Push sein, dann kann ich auf ihn drauflaufen. Und die Flagge darf nicht Teleport sein. Ich hätte sie jetzt auch raus. Ach so, ja, nee, stimmt nicht. Dann wäre sie nicht von der Kante weggekommen. So. Und dann kann ich. Finally, KK's Win machen. Nee, kann ich nicht. Ich muss Flag's Win machen. Da gibt's noch ein Bonus-Level. Das schauen wir uns doch mal an. Das Schädelhaus. Ah, das ist ähnlich wie vorhin. Die stoppen mich. Rocket Push, Keys Push. Ist es nicht exakt das gleiche wie vorhin? Das ist doch exakt das gleiche wie vorhin. Ah, nein, es ist nicht. Es ist fast. Ich habe kein End. Dann muss ich ein bisschen improvisieren. Sein Key ist Baba. Das wollte ich nicht. Nee, ich sage Baba ist. Nein, das war dumm. So werden nicht zwei draus. Ich sag Rock ist Baba. Dann habe ich zwei Babas. Die helfen mir. Das hilft mir aber nicht. Ich muss actually sagen. Rock ist Key. Thank you.
Das gefällt mir nicht. Also sagen wir Baba als Rock. Ist das alles so weird? Da geht ja nichts. Nein, warte. Warte. Bin ich so dumm? Bin ich wirklich so dumm? Nein, ich kann den Text nachher floaten. Ja, stimmt. Deswegen kann ich ihn drüber schieben. Das heißt, da komme ich zu keinem Ergebnis. Nicht hilfreich. Schön und gut, aber ich kriege über die Mauer nichts rüber. Nee, den kriege ich nicht hin. Dann können wir uns den Canyon noch anschauen. Ab. Was ist nur ab? Ab ist neu. Baba is you. Post this push is hot and hot. Okay. Flower is defeated and melt. Okay. Also ich kann nicht wahnsinnig viel machen, ne? Ich kann halt echt nicht wahnsinnig viel machen. Das ist halt wieder dieses mit, naja, schön, dann sitzt er jetzt in der Ecke fest, ne?
im Moment, dass der Belt mich zurückbringt. Das kann ich ja selber auch bearbeiten. Zu Shift machen. Wieso kann ich den Belt plötzlich pushen? Weil ich Shift bin? Scheinbar. Wegnehme, kann ich ihn nicht mehr pushen, oder? Nö. Das gibt natürlich keinen Sinn. Dass der Ghost push ist, das kann ich nicht ändern. Ich kann aber hingehen. Yeah. Okay, Idee. Wir machen das so. Wir sagen erstmal, Baba ist Shift. Dann kann ich den Belt nämlich pushen. Zack. So. Dann kann ich ihn nach oben ausrichten. Ab, dann kann ich den Geister. Ja, ist jetzt ein bisschen inconvenient gerade, aber anders geht's nicht. Ich muss mich mal kurz aufräumen. Dann kann ich sagen, Belt ist Shift. Das richtige schiebt den Geist nach oben. Okay. Das machen wir aus. Dann schiebe ich den Geist hier raus. So, was war's? Der Geist ist hot und... Genau, so wollen wir das haben. Ach nee, das hatte ich mir angeguckt. Die 3 und die 4 waren quasi unmachbar. Sieg im Freien. KK ist right. KK ist move. KK move nur nach rechts. Die Blumen habe ich übersehen. Ah ja, Flower ist defeat. Okay. Ich komme nicht drüber über die Flowern. Also, Erstmal brauchen wir Keke zurück. Dankeschön, du hörst auf zu moven. Keke ist aber nicht push, ne? Kacke. Ah, wait. Das können wir so machen.
Der ist irgendwie Kick ist ab. Gut, dumm angesetzt, tatsächlich. So, Kick bewegt sich nicht mehr. Dann kommt KK's Move. Das war auch irgendwie nicht ganz so durchdacht. So. Aufhören zu bewegen. Okay. Nach oben drehen, Kiki. Ich das jetzt da reinsetze, ne? Ich mach mal sicherheitshalber so. Shit, das kann ich nicht reinschieben. Das kann auch nicht funktionieren. Alles zurück, alles zurück. Die dürfen nicht zusammenstehen, die Kikis. So, alles so. Dann sagen wir Kikis Move. Thank you.
Boah, das ist echt ätzend. Ich weiß, ich muss hier irgendeine dämliche Kombination zusammen zerbasteln, aber... Das kann ja auch nicht funktionieren. Jetzt steht Keke. Jetzt müssen wir Keke nach rechts ausrichten. Du darfst erstmal ruhig noch zurücklaufen, Keke. So. Cool. Nee. Blödes, dämliches Kombinationsspielchen. Du müsstest mir jetzt alles akribisch aufschreiben, welche Steps ich exakt in welcher Reihenfolge brauche und so. Nö. Nö, 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 nö. Da haben wir mal gerade keine Lust drauf. Aber sowas von gar nicht. So, schauen wir mal. Naja, jetzt waren wir schon bei über 2,5 Stunden. Ich glaube fast, für heute soll es das gewesen sein. Habe ich doch nur länger ausgehalten, als ich gedacht habe, aber das hat mich jetzt heute schon ziemlich gewurmt. Also das ist knackiger, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Ja, mal gucken. Also nächste Woche gibt es auf jeden Fall nochmal Baba Is You. Mal schauen, wie viel noch übrig bleibt. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt, also ich mag Rätselspiele und so Geschichten, Kombinationsspiele und solche Sachen, aber wenn es halt wirklich so dermaßen hart ist, dann da hört es dann für mich auch teilweise auf. Also da habe ich dann auch selten noch große Lust, irgendwas zu machen. Vor allem, man hat jetzt hier auch, was mir jetzt, keine Ahnung, vergleichbar schwierig an manchen Stellen ist, vor allem The Witness, aber da erreicht man viel mehr und es gibt viel weniger, jetzt mal negativ, Rückschläge und es gibt auch vor allem viel mehr zu entdecken. Bei dem Spiel hier gibt es ja jetzt nur wirklich nichts zu entdecken, ne? Also es ist halt wirklich nur reines Puzzling. Da ist dann auch schnell der Antrieb dahin unter Umständen. Aber ja, wir gucken mal. Vielleicht kriege ich ja noch die ein oder andere Sache erledigt. Und vielleicht komme ich ja zu irgendeinem der Enden und kann das auch schaffen. Sonst, boah, sonst halt nicht. Dann suchen wir uns was Neues, ne? Ja, in diesem Sinne war es das aber erstmal für heute gewesen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. So long.